So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. Und wir befinden uns einmal hier bei dem Mann mit den Bannern. Und das will ich einmal ganz kurz machen. Ich muss nur mal eben rausfinden, jetzt wieder, wo er ist. Ich glaube, der war hier unten. War er nicht hier irgendwo? Muss ich. Ah, ach. Da war er ganz in einer anderen Richtung. Stark. Orientierungssinn und so, ne? Da oben ist er. Ich frage mich, warum ich den Talisman von Inari nicht vorher schon ausgerüstet habe. Ihr habt Banner gefunden. Yes, sir. Ihr seid einer der wenigen, die Wissen über unsere Samurai-Clans besitzen. Würdet ihr noch mehr davon mit mir teilen? Ich weiß noch, wie mich vor einigen Jahren Banditen umzingelten. Ich wollte es schon allein mit ihnen aufnehmen. Da rannten meine Gegner davon und flohen in den Wald. Ich blickte zum Hügel hinter mir und sah eine Reihe der besten Bogenschützen des Nagao-Clans am Horizont. Die Banditen hatten gehört, dass diese Krieger schon von Kindesbeinen mit dem Bogen trainierten. Dieser Ruf allein reichte aus, um die Schlacht sofort zu beenden. Und ich war dem Nagao-Clan viele Krüge Sake schuldig. Eine spannende Geschichte, mein Herr. Ich werde sie weitererzählen. Bitte nehmt dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an. Lebt wohl. Ein flinker Sommer. Wo du auch hinreitest, erwarten dich Glück und Wohlstand. Ja, warte mal. Noch einfach das Letzte, was ich markiert habe. Interessant. Okay. Alles klar. Den Langbogen können wir verbessern. Okay. Achso, jetzt nächste Mission hier unten. Kenji. Das wollen wir machen als nächstes. Diener des Volkes. Spreche mit Kenji. Oder sprich mit Kenji. Jetzt will ich mal einmal gucken, wenn ich jetzt hier irgendwo... Findet man jetzt hier auch noch irgendwas mal zu looten? Wahrscheinlich nicht. Da habe ich den Talisman ausgerüstet und werde nie was zum Looten finden. Wo ist denn die Nase? Da. Fürst Sakai. Jo, Kenji, was geht ab? Kenji. Was macht ihr denn hier? Etwas ist ziemlich schief gelaufen, mein Herr. Was habt ihr getan? Nichts. Die Mongolen haben all unser Essen genommen. Reis, Hirse, Fisch, alles, was sie bekommen konnten. Wir verhungern. Ihr sagt, wir. Das ist nicht euer Hof. Ich habe über das nachgedacht, was ihr sagtet. Und ich versuche, den Bauern hier zu helfen. Wo ist das Mongolenlager? Wer weiß, sie kommen nur alle paar Tage, nehmen das Essen und gehen wieder. Ich könnte sie überfallen. Sie haben Geiseln und so einfach ist es nicht. Wenn wir keine Nahrung produzieren... Es gibt sicher einen Weg, sie zu finden. Gibt es. Wird euch nicht gefallen. Das werde ich selbst entscheiden. Diener des Volkes.
Kommt, ich zeige es euch. Wir müssen das Essen bündeln und an den Strand gehen. Das ist alles von diesem Hof? Vom Hof, aus verlassenen Häusern, geangelt und gejagt. Nur um die Bäuche der Feinde zu füllen. Ihr hättet fliehen können. Ich habe einige Fehler begangen. Aber ich will mich ändern. Guter Mann. Ich soll aus dem Hinterhalt angreifen, Essen wahrscheinlich, ne? Für die Mongolen. Aber dieses Sakefass ist leer. Aha. Ihr wollt die Mongolen noch mehr verärgern? Nicht ganz. Das Fass ist groß genug. Genug für einen bewaffneten, heroischen Samurai. Wisst ihr, was besser passen würde? Ein wappliger, wendiger Sakehändler. Die Mongolen werden das Fass mitten in ihr Lager tragen. Wer könnte dort mehr ausrichten? Ich oder ihr? Warum lasse ich ständig zu, dass ihr mich in Dingen versteckt? Weil es funktioniert. Okay. Hier drin riecht es nach eurem Atem, Kenji. Das Fass hat sich nicht alleine geleert. Geht los, mein Herr. Da kommen sie. Und wie getergen das? Ja, ja. Gehört alles euch. Nehmt nur, nehmt nur. Marcel Boriga. Nein, nein, nein. Das ist Miko. Miko ist mein Pferd. Mein. Nadamata. Modil nicht und sonst. Au. Ja, eine schallende Ohrfeige kassiert. Das dürft ihr nicht! Miko! Nein! Haben wir jetzt das Pferd getötet? Oder nehmen die es einfach nur mit? Ich glaube, die nehmen es einfach nur mit. Weil sonst müssten sie es ja irgendwie transportieren. Wenn sie es da töten, das wäre ja irgendwie Quatsch. Okay. Kenjis Plan hat funktioniert. Mach's klar. Oh, da ist auch einer. Okay. Ich würde sagen, wir machen das ein bisschen spannender. Ich trage jetzt mal nicht meine Samurai-Rüstung. Sondern die hier. Jetzt sind wieder hier so viele verschiedene Dudes. Ein bisschen was kassiert, aber das war auch eigentlich wieder nur, weil dann so viele unterschiedliche Freunde da waren. Oh, hier ist auch ein Vogel. Ja, der Vogel wird gleich hier auch noch da sein, glaube ich. Oder soll ich dem mal eben folgen? Nee, mache ich jetzt nicht. Ich regel das jetzt erstmal eben hier. Ich glaube es nicht. Wir sind gerettet. Ja, was war denn? Bringt diese Nahrung zu eurem Hof. Sonst Kenji die gute Nachricht. Kenji? Warum sollte ich ihm was anderes geben als eine Tracht Prügel? Was meint ihr?
Diesem Narren haben wir das hier zu verdanken. Er wollte ein Geschäft mit den Mongolen. Oh, Fürst Sakai. Das war unglaublich. Kenji, sage saufendes Stück Affendung. Ich kümmere mich darum. Na, wie er da drin steht. Rechtfertigt euch. Ich verkaufte den Mongolen Nahrung, aber gab ihnen stattdessen Stroh und Holzspäne. Für den Profit? Damit die Bauern Nahrung haben. Dachtet ihr, die Mongolen merken das nicht? Nicht so schnell. Plötzlich gab es Bestrafungen und Geiseln und es hieß, gib uns Nahrung oder wir töten dich. Ich hätte euch nicht ermuntern sollen, euch nützlich zu machen. Ja. Was? Nein, nein! Ihr hattet recht, Fürst Sakai. Ich kann Gutes tun. Ich brauche nur Übung. Aber übt nicht, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Ja, mein Herr. Ach, das ist wieder so ein treu, doofer Vogel, ne? Ach, Kenji. Kenji, Kenji, Kenji. Kleiner Trottel. Talisman des Wohlseins. Okay. Ihr habt Glück, dass der Samurai euch verschont hat. Tut mir leid, Taro. Ich wollte nur helfen. Ihr wollt Hilfe? Erstickt an einem Reißball. Ich merke, dass ihr gerade nicht darüber sprecht. Bis bald, Taro. Zündet euch an und umarmt eine Mongolen-Bombe. Da will er mich hinführen. Zur Quelle. Und dann müssen wir unser Geschenk abholen. Das machen wir dann auch als nächstes. Wohin man sieht, nehmen sie Geiseln. Brennen Häuser nieder. Schlachten unser Volk ab. Sie glauben, ohne die Samurai sei unser Rückgrat gebrochen. Doch sie haben nicht gesiegt. Noch nicht. Okay. Sehr gut. Dann haben wir Kenji hier unten erledigt. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal eben das Geschenk. Oh, reich beschenkt. Schön. Für die nächste Folge, da muss ich mal gucken, was wir dann für Trophäen alles gekriegt haben in letzter Zeit. So. Reisen wir hier. Wir machen das hier. Reisen dahin. Muss ich hier hin? Oder entferne ich mich? Oh. 5 Bambus. Okay. Eine Blume. Wo muss ich denn hin? Ja, es ist Eibenholz. Okay, da habe ich mich entfernt, also müssen wir hier lang. Ah, da vorne. Ermorde einen Gegner von oben. Okay. Aber wenn das nicht von oben war, dann weiß ich auch nicht. Okay.
Jetzt nur noch die Geiseln retten. Jetzt können wir uns eigentlich, herausfordern. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4. Komm, geht's. Alles gut. Bald seid ihr frei. Die Kunais helfen echt gut, ne? Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Ihr seid sicher. Der beste Tag meines Lebens. Ja. Freut mich. Ein Vorrat. Ja, das ist natürlich stark. Oh, Bambus. Da oben sind die nächsten, das habe ich schon gesehen. Wo sind die anderen? Wahrscheinlich dann noch weiter oben. So, die habe ich hier gerade aufblitzen sehen, die Vorräte. Da drunter ist auch noch was. Rauchbombe. Rauchbombe. Warum sind hier so viele Rauchbomben hier drunter? Vogel will mir wieder irgendwas zeigen. Ach, ich dachte, das wäre ein Gras, wo ich ein bisschen geschützt wäre. Ja, wie dumm war er denn? Ja, das war schön. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, er steht hier vor der Flamme und ballert sich selber, verbrennt sich selber. Ja, bester Mann, ey. Still. Oh Mann, wenn alle Mongolen so wären. Schön. Ich werde euch nie vergessen. Geht. Gebt auf euch Acht. Nicht, dass er einfach dieses Teil getroffen hat, wo er einen Meter vorstand. Nein, er hat sich dann auch noch selber verkokelt. Was will er mir denn hier zeigen? Willst du jetzt, dass ich da hochgehe? Ich muss die Leute da aber befreien.
Ein Haiku verfassen. Ja gut, den Haiku verfassen wir gleich. Ich muss runter. Ich muss die letzte Geisel retten. Weil ich noch nicht genau weiß, wo die letzte Geisel ist. Lass mal gucken. Haiku haben wir ja jetzt... Oh, da ist noch einer. Haben wir ja sichtbar jetzt gemacht. Mehr. Oh. Oh, warte. Nein, er will die Geisel töten. Ach, weil die sich aber auch alle so doof anstellen. Ach, das war ärgerlich. Das war nicht geil. Das war echt nicht geil. Ach, das war albern. Bin ich ehrlich, das war albern. Ey, das war nicht cool. Da hat er sich auch doof angestellt. Ich ehrlich, das war nicht seine Sternstunde hier. Ich wollte den langen Bogen haben. Und da wollte ich nicht den Sprengpfeil, sondern den schweren Pfeil, um ihn zu killen. Das war eigentlich der Plan. Aber er hat halt einfach wahllos irgendwas gemacht irgendwie. Stark. Daran ist nichts ehrenvoll. Gerade war es auch nicht ehrenvoll. Dann haben die auch nur Scheiße gemacht. Das war grundsolide. Gibt bestimmt auch eine Trophäe, dann töte so und so viele Leute auf einmal mit einer Bombe oder so. Suchen die Rüstung eines Helden namens Gosaku. Nehmt diesen Schlüssel. Oh, danke. Ihr verdient es, sie zu tragen. Ich lasse die Mongolen nicht zu Gosakus Vermächtnis. Geil. Wieder ein Schlüssel. Ich glaube, ich habe jetzt 3. Ja, Schlüssel von Aoi, Schlüssel von Kuta und Ohama. Okay, 3 Stück habe ich. Okay. Ja, das gerade war nicht so geil. Aber das mit dem Böllern und sowas, das finde ich cool. Muss ich fairerweise sagen. Das macht echt Spaß. Und guck mal, unser Pferd sieht ein bisschen anders aus, jetzt weil wir den Sattel geändert haben. So, ich würde aber gerne einmal nochmal hier ein bisschen... einmal Looky-Looky machen, ob wir hier noch irgendwas looten können, aber ich glaube nicht. Munition ist voll. Nein. Gehen wir hier hin. Haiku verfassen. So. Auf geht's. Über Tote sinieren. Mal von mir aus. So, was haben wir da?
Sorge dämmt Wachstum. Nie endender Fluss. Verteidiger ohne Furcht, das finde ich gut. Kalte Erde unten. Höher hinauf klettern wir. Nein, hier. Verteidiger ohne Furcht. Gedeihend und frei. Bereit fürs Ende. Naja, wir sind nicht bereit fürs Ende. Also schon, aber wir da denken wir nicht dran. Gediehen aus Trümmern. Ja, machen wir das. Nie endender Fluss. Verteidiger ohne Furcht. Gediehen aus Trümmern. Stirnband des Todes. Krasser Scheiß. Oh, das hat aber irgendwas, ne? Also, wenn ich das jetzt anziehe, pass mal auf. Das Stirnband des Verräterhut, nein, Stirnband des Todes. Aber wenn ich dann... Oh, das sieht aber nice aus. Aber das mal machen. Oh, cool. Schade, dass die keine verschiedenen Farben haben hier. Die sieht besser aus. Ja, komm. Bester Mann. Eigentlich das passende Tuch dafür. So. Dann haben wir, so wie das aussieht, aktuell erstmal hier unten nur noch die legendäre Geschichte. Das ist alles frei. Dann würde es hier oben weitergehen, unentdeckter Ort. Und dann kommen wir eigentlich schon hier in dieses Gebiet rein. Die Frage ist, können wir den Teich hier aufdecken? Das würde mich mal interessieren. Muss dahin. Dahin. Es geht jetzt erstmal ein bisschen darum, wieder das aufzudecken. Das ist so das letzte Stück, was wir jetzt hier unten haben zum Aufdecken. Hier bin ich! Keine Chance. Hilf mir! Still. Ich lebe noch. Danke, mein Herr. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Bitte, nehmt dies.
Bestimmt auch eine Trophäe irgendwann, dass man so und so viele Leute gerettet hat. Würde mich nicht wundern. So, da ist noch eine Blume. Das heißt, mal gucken, wo wir wieder hin müssen. Ah, wir gehen sogar in die richtige Richtung. Mal gucken, ob wir das jetzt auch weiter aufdecken. Ja, tatsächlich. Wir decken es weiter tatsächlich auf. Das ist sehr gut. Das ist sehr schön. Da hinten. Ist egal. Oh nein, ich brauche Raubtiere. Oh. Verwässerung für Windglocke. Geil. Ach. Stark. Und komm, Feigling. Ja, ein bisschen kassiert. Heilen wir uns mal. Er lungert da oben jetzt rum. Dojo, Junge. Okay, warte. Na, egal, scheiß drauf. Warte, wo muss ich denn hin? Komm mal da so hin. Vogel gehört. Ich habe ihn gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Hier oben irgendwo sein. Der Bär gehört mir, ne? Fuchs, hallo. Ich habe den Fuchsbau nicht gefunden, ich habe den Fuchs nur gefunden. Aber ist ja egal. Soll gleich nochmal gucken, dass wir den Fuchsbau finden, dass er mir auf der Karte angezeigt wird. Sehr gut. Das gehört auch immer dazu, den Fuchs einmal zu streicheln. Ich finde das echt cool. Die Füchse, die sind echt nice. Ach, das war der? Okay.
Dann müssen wir jetzt dahin, das Gebiet, was ich markiert habe. Ist hier lang, okay. Wie gesagt, einmal ein bisschen aufdecken, das ist gut für mein Karma. Was haben wir hier? Wer stellt sich mir zuerst? Komm, kämpfen direkt wieder gegen drei. War gut. Das war gut. Eibenholz. Wir kriegen schöne Sachen. Also das merke ich jetzt schon. Ne? So, nach so ein paar Raubzügen, sage ich jetzt, also in Anführungszeichen Raubzügen, merke ich, dass ich deutlich mehr Sachen kriege, was ich sehr begrüße tatsächlich. Okay, gehen wir da hin. Da macht das Looten gleich viel mehr Spaß. Aber eine Blume bleibt eine Blume, ne? Das ändert sich nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier mit meinem Pferd... Oh, da ist noch was. Das ist schön. Ja, dann gehen wir dahin. Bleiben wir auf der Flussseite. Das ist hier... Wasserrauschkreuzung, okay. Gucken wir uns hier an. Töte einen Gegner mit einer perfekten Parade. Das gucke ich mir erstmal an hier. Okay, das ist Bärenfell, das es gleich für mich gibt. Töte einen Gegner mit einer perfekten Parade. Was ist das? Ah, geil, Alter. Da hinten. Hä? Ja, Tod, ich da was raumste. Ich schalte sie nacheinander aus. Thank you.
Das ist gut, das macht Spaß. Ah, ich weiß, bin ich ein bisschen hinterhältig, aber das macht auch Spaß. Kann man ja ab und zu auch mal machen, oder? Machen wir jetzt auch nicht immer. War immer mal wieder. Ich glaube, es ist nur noch der Dicke. Ja, es ist nur noch der Dicke. Wir haben hier wieder ein Glühwürmchen. Wo ist er denn? Da ist er. Ziel abgeschlossen, Legende erhöht. Mein Freund, was willst du mehr? Ich versuche halt immer so verschiedene Sachen anzuwenden, wenn man jetzt in so ein Lager geht oder sowas, ne? Sprengpfeil, dann mal das, was wir gerade gemacht haben mit dem Anlocken. Mongolenpläne. Mongolische Anführer entwerfen detaillierte Pläne, um feindliche Gebiete zu infiltrieren und sich mit den dortigen Verteidigungsanlagen, Straßenäckern, der Wasserversorgung und viel mehr vertraut zu machen. Sie schicken auch Spione, um Unstimmigkeiten zwischen den gegnerischen Kriegsherren und Anführern zu fördern und setzen Propaganda ein, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Mongolen die Retter der Armen sind. Ja, ganz schöne Schweinepriester sind das. Haftbombe haben wir auch schon länger nicht mehr genutzt. Da können wir nur hindurch, okay. Hier sind noch Vorräte. Mal gucken. Da ist nur Munition. Das Böller nehmen wir aber mit. Ah, Eisen. Okay. Da hinten war ein Windglocke, aber die haben wir schon, ne? Ja. Hier ist noch Eisen. Aber dann sind wir mit dem Lager hier fertig. Können wir mal auf die Karte gucken. Oh, das hat alles aufgedeckt. Oh, wunderschön. Das haben wir abgeschlossen hier, ne? Ja. Okay. Dann... Das haben wir noch, das haben wir noch und dann haben wir halt noch den kompletten Norden hier, ne? Den haben wir noch gar nicht. Aber ich glaube, tja, was machen wir in der nächsten Folge? Hauptstory, würde ich mal sagen. Wir könnten mit ihm weitermachen. Ich überlege mir was. Wir werden das dann sehen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.